Zum politischen Frühshoppen hat Rudi Federspiel, Spitzenkandidat der FPÖ Innsbruck, zur Landtagswahl ins Hotel Alpin Park im Innsbrucker Stadtteil Pradl eingeladen. Im besonderen Brennpunkt der politischen Diskussion vor allem die Regionalbahn. Die Regionalbahn ist natürlich jetzt dieser Aufreger. Nicht? Ich habe ja schon im Gemeinderatswahlkampf damals darauf hingewiesen, was da für ein Wahnsinn in Pradl passiert, nicht nur in Pradl, sondern auch Richtung Kranavitter-Allee. Und jetzt haben es die Bürger gesehen und die größte Frechheit ist das, dass die linke Stadtregierung mit den Grünen und mit der Frau Opitz jetzt auf einmal dahergeht und sagt, jetzt müssen wir euch erklären, was wir eigentlich vorhaben. Das heißt, von Bürgerbeteiligung keine Spur. Sie fahren über die Bürger drüber und erklären ihnen, was bereits beschlossen worden ist, gegen die Stimmen der Freiheitlichen Partei und gegen die Stimmen der Liste Rudi Federspiel. Besonders die Streckenführung des über 450 Millionen Projekts sorgt bei Anwohnern und Geschäftsbetreibern in Pradl für Unruhe. Für den Innsbrucker Gemeinderat der passende Zeitpunkt, um zur Geschlossenheit bei den Protestmaßnahmen gegen das Projekt aufzurufen. Ich bin der Meinung, also jetzt, ich habe es Ihnen auch ganz klar gesagt, wir sind ja sehr viele Leute heute da und die kommen ja aus der Gegend da, wo dann durchgefahren werden sollte. Ich bin bereit, sofort vorauszumarschieren. Wir brauchen aber ein paar hundert Leute, dann werden wir dieses Projekt kippen. Der nächste Stammtisch von Rudi Federspiel findet am 10. April um 19 Uhr im Gasthof Goldener Adler in Wattens statt.